Eigentlich ist in den letzten Tagen gar nicht so viel passiert. Mit Daisy, Ivy und Violet läuft es gut. Ich bin froh, dass meine Mutter wieder in meinem Leben ist. Sie ist wirklich eine große Unterstützung für uns. Außerdem habe ich endlich nette Leute in Henford-on-Bagley kennengelernt. Das ist Lavina, die Bürgermeisterin des Ortes. Und das ist ihr Sohn Raoul, der Lebensmittellieferant. Sie helfen mir dabei, Anschluss zu finden und haben sogar ein paar kleine Aufträge für mich, bei denen ich Geld verdienen kann. Und naja, vor allem mit Raoul verstehe ich mich wirklich gut. Ich mag ihn schon sehr. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er mich auch mag. Vielleicht ist er einfach nur ein netter Mensch und ist zu allen so? Ach, keine Ahnung. Wieso muss so etwas immer so kompliziert sein? Aber zumindest für heute muss ich mir Raoul wieder aus dem Kopf schlagen. Denn heute ist der Geburtstag von Daisy, Ivy und Violet. Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der 5. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum 5. Part meiner 100 Baby Challenge. Diesen Part nehme ich übrigens genau nach dem letzten Part auf, deswegen habe ich auch noch dasselbe an und kann jetzt auch leider nicht auf eure Kommentare eingehen. Aber das bedeutet auch, dass ihr noch ein wenig mehr Zeit habt, um Männer für die Challenge zu erstellen. Also zur Erinnerung, der Hashtag lautet Elienix100Männer. Übrigens, im Haushalt müssen dann nicht nur Männer sein, also sie könnten da zum Beispiel auch mit ihren Eltern leben oder mit ihren Geschwistern oder was auch immer euch einfällt. Und ich glaube, im nächsten Part können wir Emma dann auch schon einen neuen Mann suchen. Außer natürlich, ihr möchtet, dass Raoul der nächste Mann wird. Aber das weiß ich, wie gesagt, eben noch nicht, weil ich die Kommentare jetzt noch nicht sehen kann. Aber ich bin wirklich schon sehr gespannt. Und in diesem Part werden die Drillinge dann auch endlich zu Kleinkindern. Ich freue mich wirklich schon sehr und ich bin schon so gespannt, wie sie aussehen werden. Aber gut, dann los geht's. Und hier sehen wir jetzt unsere liebe Emma. Es ist mitten in der Nacht und die Babys haben gerade aufgehört zu schreien. Es war wirklich sehr, sehr anstrengend. Also sie hat den ganzen Tag über versucht zu schlafen und dann haben sie die Babys wieder geweckt und das ging so den ganzen Tag. Und deshalb habe ich mich entschieden, dass Emma jetzt noch ein wenig ins Dorf geht und versucht, ein bisschen Geld zu verdienen. Denn morgen werden die Babys ja schon zu Kleinkindern und wir können uns sonst keine Babybetten und gar nichts leisten. Und deshalb werden ihre Eltern jetzt noch einmal vorbeikommen. Also wir schicken die Kinder einfach zur Tagespflege und tun so, als wären ihre Eltern jetzt da. Gut, dann reisen wir wie immer mal zum Nationalpark und dort werden wir dann versuchen zu angeln oder sonst irgendwie an Geld kommen, weil ich habe sonst wirklich keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Immerhin müssen wir für jeden ein Kleinkind Bett kaufen. Und ein Töpfchen haben wir zwar schon, aber irgendeine Beschäftigung wäre trotzdem gut. Sehr gut, die Kids sind jetzt bei der Tagespflege und dann wird Emma hier schnell angeln gehen. Ich hoffe, diesmal stellt sie sich besser an. Zusammen angeln, wer ist denn da? Ah, Aiden Bloom kenne ich nicht. Wir angeln allein. Dann ist Emma jetzt am Angeln und in der Zwischenzeit werde ich mich ein wenig umsehen. Und ich hoffe, dass wir wirklich irgendwie an Geld kommen können. Ich möchte doch nur irgendwelche Pflanzen finden, um meine Kinder zu ernähren. Es ist wirklich ein Struggle. Wer bist eigentlich du? Ach, du bist der Aiden Bloom? Mit einer Non-Binary-Flagge in deinen Händen und grünen Haaren auf deinem Hinterkopf? Wow, 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 wow. Also durch Custom Content sehen die Sims wirklich immer sehr wild aus. Emma hat soeben Folgendes gefangen. Ein Teil für Küche, 90 Simoleons. Okay, nicht schlecht. Dann schauen wir zur Schokobeere, die wir jeden Tag anschauen. Ist noch immer nicht reif. Ich verstehe das nicht. Ist die Schokobeere verbuggt? Kann mir das irgendjemand sagen? Sie hat ein Gänseblümchen gefangen. Perfekt, das können wir dann auch in unseren Garten ansetzen. Also irgendwas muss ich mir noch überlegen, wie wir das schön machen, wo wir jetzt die Blumen angesetzt haben. Habt ihr irgendwie eine Idee, wie wir das schön machen könnten? Also es sieht wirklich nicht so aus, als würde ich noch etwas finden. Emma hat soeben Folgendes gefunden. Eine Schatzkarte? Was? Kann man mit der irgendwas machen? Und weiter angeln. Emma, du musst für immer angeln. Eine alte, abgenutzte Papierrolle mit kryptischen, von Schmutz bedeckten Zeichen. Sie sollte sich im Inventar deines Sims beginnen, bevor er zu krabben beginnt?
Was? Soll sie graben? Und jetzt hat sie einen Barsch gefangen. Verkaufen wir gleich 7 Simoleons. Sie hat Level 3 der Angelfähigkeit erreicht. Oh mein Gott, wir haben Rechnungen bekommen. Minus 964 Simoleons. Das geht sich niemals aus. Sie hat eine Forelle gefangen. Und Daisy, Ivy und Violet, also die Drillinge, haben jetzt auch noch Geburtstag. Oh mein Gott, wir brauchen so viel Geld. Okay, als erstes verkaufen wir einmal diese Forelle. Dann warten wir, bis der Markt aufgesperrt hat. Dunkle Prognosen, einen Zukunftswürfel. Den verkaufen wir auch gleich. 395 Simoleons. Wow! Dann noch ein Fisch, den verkaufen wir auch gleich. Das war wieder eine Forelle. Eine Stunde angeln wir noch und dann schauen wir zum Dorfzentrum. Okay, einen Goldfisch. Der ist auch nicht viel wert. Auch nur 7 Simoleons. Und im Dorfzentrum können wir dann die Flaschen Milch kaufen. Dann rufen wir Raoul an. Was hat sie jetzt gefunden? Ein Spielzeug. Waffelhörn des Einhornlamas. Das können wir dann den Kindern schenken. Dann haben sie zumindest irgendetwas zum Spielen. Und dann schauen wir jetzt ins Dorfzentrum. Kaufen die Flaschen Milch, dann rufen wir Raoul an und dann können wir ihm die Milch geben und dann haben wir auch das erfüllt. Sehr gut, wir sind da. Oh, ihre Mutter ist auch wieder da. Ihre Mutter ist nicht mehr schwanger. Sprechen wir kurz mit ihr. Wir werden einfach ihre Bewunderung ausdrücken und ich schaue jetzt kurz im Stammbaum vorbei. Oh, sie hat einen Bruder, den Leo Potter. Oh, wie lieb. Und ich finde es total süß, dass er gleich alt ist wie ihre Kinder. Also, dass der Onkel eigentlich jünger ist als die Nichten, das finde ich total süß. Okay, gut, aber dann schauen wir gleich zu Kim. Eigentlich haben wir keine Zeit, um mit irgendjemandem zu plaudern, sondern wir müssen Milch kaufen. Und zwar 2 Flaschen weiße Milch. Angereicherte Milch? Nein, wir brauchen ganz normale Milch. Pflanzenmilch? Nein, ganz normale weiße Milch. Das ist blöd. Vielleicht gibt es hier Milch. Kaufen wir am Grünzeugstand. Aber eigentlich glaube ich nicht. Emma wird übrigens schon in 5 Tagen zur jungen Erwachsenen. Ich bin gespannt, ob sie jetzt im Teenageralter noch ein Kind bekommen wird oder dann erst im Erwachsenenalter. Gut, hast du Milch für uns? Sieht nicht so aus. Aber das mit der Milch finde ich wirklich sehr schade. Ich weiß, dass wir noch eine im Kühlschrank haben, aber wir brauchen ja 2, also hilft uns die eine auch nicht wirklich. Ich rufe jetzt einfach nochmal Lavina an. Ah, sie ist sogar da, okay. Ah, perfekt. Vielleicht hat sie noch ein paar Aufträge für uns, Hilfe bei Botengängen anbieten. Ich meine, das Angeln hat uns jetzt schon ein wenig weitergebracht und es geht sich auch aus, dass wir jetzt 3 Kleinkinderbetten kaufen. Normalerweise zumindest sollte sich das ausgehen, aber wir müssen immerhin auch die Rechnungen bezahlen. Und ja, das geht sich dann auf keinen Fall aus. Gerüchteküche. Es wird viel getratscht und ich würde gerne wissen, was dahinter steckt. Okay, ich muss nicht alles wissen, aber es interessiert mich trotzdem. Kannst du mehr über den neuesten Tratsch herausfinden? Ich bin zu beschäftigt, um mich selbst umzuhören, aber ich muss es einfach wissen. Natürlich können wir das machen. Und dann gibt es noch Sag Hallo. In letzter Zeit hatte ich keine Gelegenheiten mehr, meine Runden zu drehen. Würdest du mir helfen, indem du einige Dorfbewohner grüßt und ein paar Botengänge für mich erledigst? Ja, perfekt. Das machen wir natürlich gerne. Okay, es macht mich ganz verrückt zu wissen, dass pikante Gerüchte kursieren. Mir brennen schon die Ohren. Die meisten Einheimischen kennen mein Gesicht, aber bei dir schöpfen sie keinen Verdacht. Belausche die Tratschtanten und gib mir Bescheid, was erzählt wird. Und dann haben wir noch, ich bin in letzter Zeit nicht dazu gekommen, mich mit anderen Dorfbewohnern zu unterhalten. Daher werde ich dich zu ihnen schicken. Hör dich um, was es in Finchwick Neues gibt und vielleicht kannst du ja sogar ein paar Freundschaften schließen. Diese Sims halten das Dorf schließlich am Laufenden. Perfekt. Als erstes müssen wir dann Tratsch erfahren und mit 3 wichtigen Bewohnern von Hanford und Bagley ein vertrauliches Gespräch über Hanford führen. Da haben wir gleich jemanden. Wer bist du? Agnes. Perfekt. Die ist doch ganz sicher wichtig. Dann werden wir uns einmal freundlich bei ihr vorstellen. Die ist sehr wütend, aber das ist mir jetzt ziemlich egal. Ich muss nur meine Aufgaben erledigen.
Und zwar werden wir jetzt ein vertrauliches Gespräch über Hanford führen. Kann ich dann Tratsch erfahren? Halte am Tag im Dorf nach Sims Ausschau, die über andere Sims zu tratschen scheinen. Lauscht er den Tratsch oder frage nach pikantem Tratsch? Je nachdem, wie gut Emma die Sims kennt. Okay. Wir wollen ein vertrauliches Gespräch mit ihr über Hanford führen und sie spricht über Techtelmechtel. Alles klar. Wo man Samen bekommt, natürlich ein Knautschgesichtsgrünzeugstand in Finchwick. Du kannst auch am Computer einkaufen oder bei einem Lieferdienst bestellen. Okay, ja gut. Aber sehr gut, eins von drei haben wir schon abgeschlossen. Dann schauen wir am besten gleich zurück zu Kim und werden auch mit ihr ein vertrauliches Gespräch führen. Vertrauliches Gespräch über Hanford führen. Und das gleiche können wir dann normal auch mit Agatha. Ein vertrauliches Gespräch über Hanford führen. Sehr schön. Erledigst du das jetzt auch, Emma? Nein, natürlich macht sie es nicht. Emma ist die Geschenkfreundin von Agnes. Jetzt haben wir auch noch ein Geschenk bekommen. Das ist ein toller Tag. Oh, haben wir schon wieder eine Blaubeere. Fischiges Proteinleckerchen. Und das verkaufen wir natürlich sofort. 10 Simoleons, sehr schön. Dann werden wir jetzt mit Kim ein vertrauliches Gespräch führen. Vertrauliches Gespräch über Hanford und Bagley führen. Und dann auch noch mit, erst schnell, Agatha. Unterfreundlich. Ein vertrauliches Gespräch über Hanford führen. Wusstest du schon, dass Old New Hanford ursprünglich Little Hanford hieß, man den Ort aber in New Hanford umbenennen musste, damit es schicker klingt? Aber niemand hat den Kartografen Bescheid gesagt, sodass der Ort komplett von den Karten verschwunden ist. Oh, wir haben es abgeschlossen. Und wir haben Geld dafür bekommen. Sehr schön. Aber wir haben jetzt schon 921 Simoleons. Also ich werde jetzt das Haus ein wenig umgestalten. Also im Wesentlichen werde ich jetzt einfach Emmas Schlafzimmer ins kleine Zimmer verschieben und eben Betten für die Kleinen kaufen. Und dann werden wir mit den Drillingen auch gleich Geburtstag feiern. Und wir sind wieder da. Wer sind diese Kinder? Dirk und Lukas. Okay. Bibi. Harry Potter möchte vorbeikommen und abhängen. Ja klar, komm vorbei. Wir haben dich schon lange nicht mehr gesehen. Und dann werden wir ihn hereinbitten. Und dann holen wir uns aber gleich etwas zu essen. Und jetzt geht es gleich ab in den Baumodus. Okay, also das können wir dann einmal verkaufen. Und ich verkaufe jetzt auch das gleich einmal. Und das Bett stellen wir hier an die Wand. Und die Lampe nehmen wir auch mit. Hier noch. Okay, und das entferne ich jetzt auch einmal. Drillinge können aber da bleiben. Ich schaue jetzt für die Zwischenzeit, was das günstigste Bett ist. Ich glaube, es sind tatsächlich diese. Ja, das Bett oder das Bett vom Spiel. Aber dann nehme ich einfach gleich mal das Custom Content Bett. Einfach mal so hin. Gibt es das in den passenden Farben? Also wir brauchen einmal ein gelbes für Daisy. Dann brauchen wir eines für Violet. Und dann noch eines für Ivy. Perfekt, es gibt es auch in den passenden Farben. Natürlich lasse ich das auf keinen Fall so stehen, aber wir haben nicht genug Geld. Ich plane nämlich, dass wir hier so eine Plattform einbauen und dass dann zwei Betten hier oben sind und eines da unten und dass so jeder seinen eigenen kleinen Bereich hat. Also das stelle ich mir sehr schön vor, aber wir haben jetzt dafür einfach noch nicht das Geld. Und hier hängen jetzt die Geburtsurkunden, der Ultraschall und das Selfie an der Wand und irgendwann wird dann dort auch noch das Bild mit Gabriel hängen, aber das existiert jetzt ja noch nicht. Unser Garten sieht auch schon sehr gut aus. Ernten können wir leider noch nichts, aber ganz sicher bald. Und dann haben wir auch noch ein paar Sachen, die wir in den Kühlschrank geben können. Durch den Wassermelonensalat und den Käse. Ich habe keine Ahnung, wo sie das alles schon wieder her hat. Das Spielzeug können wir gleich ins Kinderzimmer geben. Das können wir verkaufen. Und die anderen Sachen können wir einpflanzen. Also wir haben schon wieder eine Schokobeere. Die kommt natürlich zu den Schokobären. Eine Blume, die geben wir da zu den wilden Blumen. Blaubeere, da haben wir tatsächlich keinen Platz mehr. Die werde ich dann einfach in den Kühlschrank geben. Und der würzige Pilz. Und sobald Emma jetzt gegessen hat, werden die Zwillinge altern. Und natürlich beginnen wir mit Daisy. Weil Daisy ist ja unsere Älteste.
und zwar älter werden. Ich bin schon so gespannt, wie sie alle aussehen werden. Und die Merkmale werden wir natürlich auswürfeln. Daisy ist älter geworden. Die Merkmale werden wir jetzt gleich auswürfeln. Und zwar, sie ist eine Charmeurin und sie ist albern. Das finde ich sehr, sehr süß. Oh, und sie sieht auch sehr süß aus. Gabriel hat Daisy ein Geschenk geschickt. Es wird bald mit der Post eintreffen. Oh, Gabriel ist lieb. Und Haru hat uns auch ein Geschenk geschickt. Dann kommt Ivy dran. Und auch sie lassen wir älter werden. Und Ivy ist älter geworden. Und sie ist heikel und engelsgleich. Okay, das ist eine wilde Kombination. Aber auch sie sieht super süß aus. Und Haru hat uns noch ein Geschenk geschickt. Und dann zum Abschluss lassen wir natürlich auch noch Violet älter werden. Lass mein Baby in Ruhe, Haru. Okay, Haru ist dahin und wir werden jetzt auch noch Violet älter werden lassen. Ivy hat die Kommunikationsfähigkeit erworben und jetzt ist auch Violet älter geworden und sie ist anhänglich und engelsgleich. Das ist auch eine sehr süße Kombination. Und Gabriel hat auch Violet ein Geschenk geschickt und Scarlett hat Violet ein Geschenk geschickt. Okay, also Gabriel hat tatsächlich 2 von 3 Kindern ein Geschenk geschickt. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig, dass er nicht allen eins geschickt hat. Aber ich finde es cool, dass er sich überhaupt gemeldet hat. Man kann bei Kleinkindern anscheinend nicht festlegen, wem welches Bett gehört. Aber egal, das werden wir uns schon merken. Dann verkaufe ich gleich einmal die Wiegen. Für die bekommen wir Geld. Und dann geben wir den Kids gleich ein Makeover.
bin endlich fertig. Hier haben wir unsere Daisy. Sie ist eben albern und eine Schamanerin. Bei ihr habe ich mich für diese Haare entschieden. Die Frisur finde ich einfach unglaublich süß. Und wie ich euch im letzten Video schon gesagt habe, ihre Farben werden gelb und weiß. Und deshalb habe ich mich jetzt auch bei den Outfits daran orientiert. Also hier haben wir eben die Alltagskleidung. Dann haben wir die Abendkleidung. Hier das Schlafgewand, die Ausgehkleidung, Badekleidung, heißes Wetter-Outfit und kaltes Wetter-Outfit. Und dann machen wir gleich mit Ivy weiter. Das ist unsere Ivy. Die Frisur hatte sie tatsächlich schon, aber die finde ich einfach unglaublich niedlich. Deswegen hat sie jetzt einfach gleich behalten. Das ist ihre Alltagskleidung. Ihre Hauptfarbe ist eben grün. Dann haben wir die Abendkleidung, die Schlafkleidung, Partykleidung, Badebekleidung, heißes Wetter und kaltes Wetter. Wie man jetzt schon sehr gut sehen kann, ich möchte, dass sie sehr viel am Hof mithilft und deshalb habe ich mich auch oft für solche Tiersymbole auf ihrer Kleidung entschieden oder eben auch für eher praktischere Outfits, immer mit den Gummistiefeln und so. Das fand ich wirklich niedlich. Und nun noch unsere Violet. Violets Farben sind eben rosa und lila. Und sie ist ja auch anhänglich und engelsgleich, deshalb sind ihre Outfits eher niedlicher, also hier eben mit den Herzen, dann dieses Kleid, dann die Schlafkleidung, die eigentlich bei allen ziemlich gleich ist, dann das ist die Partykleidung und die Badekleidung, da hat das Spiel übrigens selbst die Schwimmflügel generiert und ich habe gedacht, das passt doch total gut zu ihrem Charakter, wenn sie eben anhänglich ist und dann so als Letzte unter den drei Geschwistern schwimmen lernt und deshalb eben noch am längsten Schwimmflügel braucht. Dann noch das heiße Wetter-Outfit und das kalte Wetter-Outfit. Ich bin schon wirklich total gespannt, was ihr von den Drillingen haltet. Ich finde sie so unglaublich niedlich. Lasst doch mal eure Meinung in den Kommentaren da, ob ihr sie genauso süß findet wie ich. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und vergesst nicht, ihr könnt mir sehr gerne Männer für diese Challenge erstellen. Der Hashtag lautet Alienix100Männer. Und wie immer freue ich mich natürlich über jedes Like, über jedes Abo und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!